Die blutigen Ausschreitungen rund um den Akademikerball im Jänner haben für einen 23-jährigen deutschen Studenten ein gerichtliches Nachspiel. Heute muss er sich wegen schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch verantworten. Den Demonstranten wird vorgeworfen, federführend an diesen Krawallen beteiligt gewesen zu sein. Für sie ist der 23-jährige Student aus Jena unschuldig. So bekennt sich der Angeklagte auch selbst. Ihm wird vorgeworfen, bei den Ausschreitungen rund um den Akademikerball als Redelsführer des Schwarzen Blocks fungiert zu haben. Konkret soll er eine Polizeiinspektion und ein Polizeiauto demoliert sowie Beamte mit Steinen beworfen haben. Der Zeuge, ein Polizist in Zivil, der den jungen Mann dabei beobachtet haben soll. Ich kenne meinen Bruder sehr gut. Er ist ein ruhiger, zurückhaltender Mensch. Und deswegen halte ich diese Vorwürfe für absolut nicht gerechtfertigt. Durch ein Video hat sich heute die Beweislage aber erhärtet. Der Student bleibt in Untersuchungshaft. Der Prozess wird auf Ende Juli vertagt. Dem jungen Mann drohen bis zu 5 Jahre Haft.